Bei vielen Übungen gibt es Anleitungen zu bewusstseinsfördernden Methoden, etwa das Zählen der Atemzüge. Das kann die sexuelle Lust und das sexuelle Geschehen einschränken. Um die sexuelle Reaktion hervorzurufen und diese über eine längere Zeitspanne hinweg aufrechtzuerhalten, gibt es drei Hilfsmittel, drei Schlüssel: Stimme, Atmung und Bewegung. Stimme. Die sexuelle Aktivität soll deutlich hörbar sein, stöhnen, schreien, alle möglichen stimmlichen Ausdrucksformen zulassen, sich gehen lassen, sich nicht zurückhalten. Atmung. Sie soll frei fließen. Bewegung. Der körperliche Ausdruck, die Bewegung, soll den ganzen Körper in einem rhythmischen Geschehen erfassen. Das kann von minimalen, ganz langsamen Bewegungen bis zu raschen, intensiveren reichen. Sich mit dem ganzen Körper bewegen und diesen mit Stimme und Atmung in einen synchronen Rhythmus bringen. Und ebenfalls aus den allgemeinen Anleitungen, Dauer und Verlauf der Übungen. Alle Übungen bewusst beginnen und einen zeitlichen Rahmen vereinbaren. Langsam beginnen, sich Zeit lassen. Die sexuelle Erregung nur langsam steigern. Je stärker diese wird und je mehr die Lust zunimmt, desto mehr sollte man sich zurücknehmen, langsamer atmen und sich langsamer bewegen. Eine Übungsperiode kann 1 bis 4 Stunden dauern, die sexuelle Vereinigung nicht unter 10 bis 20 Minuten, im Schnitt 20 bis 60 Minuten. Darüber hinaus reichende Zeiträume sind möglich. Je länger die sexuelle Vereinigung dauert, desto ruhiger, langsamer und bewusster werden die Bewegungen, wie in einem sexuellen Gebet. Und die 1-Stunden-Regel? Für sämtliche Übungen gilt, 1 Stunde vor und 1 Stunde nach der Übung keinen Orgasmus zulassen.